Hallo, ich bin Mariana vom Wunderhaus Verlag. Katzen habe ich immer geliebt. Und so sehr liebe ich sie, dass ich mir sogar ein Katzenland ausgedacht habe, wo ich selbst eine Katze spielte. Und natürlich war meine Lieblingsgeschichte die über eine Katze. Aber keine einfache, sondern eine magische. Eine aus Teig gebackene, die dann lebendig wird. Und diese Geschichte hat mir sogar einmal eine echte Weihnachtsmagie geschenkt. Es passierte einmal vor Weihnachten. Es war furchtbar kalt und Schneesturm tobte vom Fenster. Ich habe mir vorgenommen, diese Katze aus Teig zu backen. Und als ich sie schon rausgenommen habe, da hörte ich plötzlich ein seltsames Geräusch hinter der Haustür. Ich dachte, Mensch, wer macht denn da so laute Geräusche in der Weihnachtszeit? Und als ich die Tür aufgemacht habe, da habe ich dort ein echtes kleines Kätzchen gesehen. Es saß dort ganz allein in der Kälte und hat sehr laut gemiaut. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich es gebacken habe, denn die Besitzer habe ich nie gefunden. Also lebt das Kätzchen, mittlerweile schon ein herrlicher Kater, immer noch mit mir zusammen. Lange Zeit war es für mich nur ein Traum, diese Geschichte über die Lebkuchenkatze Schlecki Leckermaul herauszubringen. Aber jetzt könnte dieser Traum dank euch wahr werden. Seit 2 Jahren haben wir eine Illustratorin gesucht und jetzt haben wir sie endlich gefunden. Sie zeichnet über 60 Illustrationen für das Buch auf moderne Weise am Computer. Aber worum geht's dort eigentlich in diesem Buch? Condito Cremissimo fühlt sich furchtbar einsam und entschließt sich, eine Katze aus Teig zu backen. Er besitzt nämlich Zauberkräfte, seine Kreationen werden lebendig. So wird auch die Lebkuchenkatze Schlecki Leckermaul. Aber eine Katze bleibt immer eine Katze und die Katze lässt das Mausen nicht. Kaum ist sie fertig gebacken, springt sie aus dem Ofen und macht sich auf die Jagd. Dabei trifft sie einen gefährlichen Wachhund, eine hungrige Fledermaus und einen vorwitzigen, aber treuen Freund Kater Baldrian. Mit ihm zusammen verfolgt Schlecki eine geheimnisvolle Gestalt im schwarzen Mantel, die nach Mäusen riecht. Aber zu viel will ich erstmal nicht verraten, außer es wird spannend. Und das Beste kommt ganz am Ende mit einem Lebkuchenkatzenrezept. Mit ein bisschen Fleiß und Fantasie könnt ihr diese Geschichte auch wahr werden lassen. Die Katze kann man selbst backen und dann ihre Geschichte erzählen. Zusammen können wir uns dieses Buch backen. Aber dafür bräuchten wir eure Unterstützung. Helft uns, die Lebkuchenkatze Schlecki Leckermaul auf ihre Abenteuerreise zu schicken. Mit eurer Finanzierung könnten wir das Buch drucken lassen und, wenn alles gut klappt, auch das Hörbuch mit Musik und Liedern produzieren. Also, sucht euch ein paar tolle Extras heraus und teilt das Projekt mit euren Freunden. Ich bedanke mich für euer Interesse und wir sehen uns in der Katzenbäckerei.